Noch eine E1, das ist ja ein Traum. Willst du denn auch hier sonst aussuchen? Ja, der Rentnerjäger. Lack du fliegt oder? Nicht. Ihr seid doch die Experten von der Attack-Statistik. Wenn man aufmunitioniert, zählt es als Sortie? Glaube nicht. Nö, nur wenn du neu reinspawnst. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Deshalb, also so pimpt ja der Skylon seine Flüge. Ne, ich mach ja kein RR. Du hast doch gestern RR 100 ein paar Mal gemacht. Einmal. Und bin dann gestraft worden. Kleine Sünden, ja. Oder was heißt Sünde? Das ist eigentlich sehr löblich. So, da ist die schwarze 1. Drauf zuhalten. Gut, dann könnte ich ja langsam starten. Der Graf, übernimmst du in der Luft dann die Führung, bitte? Nein. Komm bitte! Nein. Rakete links! Rakete rechts! Rakete links! Oh, war das hier mit der Rakete rechts? Ich glaub ja. Oh, da kommt sie. Oh, haha, so. Drüber. Mal schauen, ob ich einen Telemark schaffe. Hallo? Boah, Alter, mich hat's hier gerade richtig hochgeschossen. Ja, das ist doch nur so die Rampe. Nee, das ist geil, der Hügel, ne? Wow! Wahnsinn. Wie so ein Katapult. Das war echt brutal jetzt. Also ich hab echt, Scheiß. Dass da das Fahrwerk nicht bricht. Nee, da ist bisher noch nie was passiert, glaube ich. Aber zack, bis in der Luft, ne? Ja. Aber wie so sanft ist das anderes. Ich gehe mal auf Nordkurs mit 1-0 Atta. Und Graf, zieh dann doch bitte einfach an mir vorbei. Das kann ich nicht, ich weiß gar nicht, wie das geht, du. Da muss ich auf 09 Atta. Dann wird das schon von ganz alleine passieren. Jos, wir gehen 08. Kette rechts, habe ich gehört. Ich geh mal. Ach komm, Graf, geh du mal. Du bist so lange nicht mehr geflogen, jetzt musst du mal wieder zeigen, genau, dass du Staffelführer bist. Deswegen, nee, ich muss mich hier erstmal, ich habe hier ein bisschen Layout-Veränderung, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Wirklich? Jetzt machst du mir meinen entspannten Flug kaputt. Da muss ich doch zuerst wieder eine Übersicht verschaffen, wo jetzt Zigarettenanzünder, Klimaanlage und so weiter ist. Genau. Ich erhöhe auf 1-1 Atta bei 11:30 steigend. Einfach hier ein bisschen die Roten aufmischen, gell? Fliegen wir doch rein ins Feindgebiet, leicht über Lisa. Ja, also du sagst, wo die Roten sind und ich schieße sie dann weg. Ist gut, das ist ein Plan. In meiner 6! Ne, die schieße ich nicht weg. Bitte? Sind das Ziele für die Alliierten oder für uns? Da jetzt gleich an der Küste. Kontakt auf unserer 9 Uhr, aber fliegt auch auf die Küste zu. Unterhalb. Stürzt jetzt runter. Was ist es denn? Ah, das sind mehrere Kontakte. Direkt bei dem Flusslauf. Genau, in der Kurve. Einer zieht Fahne, dürfte eine Sturke sein. Das andere ist, glaube ich, eine Spitty. Rein. Ja, da ist eine Spitty und der Kontakt, der Fahne zieht, ist eine Sturke. Ja, warte mal, da stürzen gleich. Oh, Sturke? Ja, die müssen wir eigentlich retten, gell? Stürzen weitere rein, warte mal kurz. 109er. Geh ruhig drauf, Karaya, die Spit. Eine 109 hat mich gerade geschnitten, ist das einer von euch? Auch eine E1. Ja, ich identifiziere gerade, da kam mehrere 109er jetzt rein. Ich sehe jetzt nur die Stuka, ich habe die Spitty leider nicht mehr im Blick. Oder? Alles, ja, mehrere 109er. Bist du sicher, dass da eine war? Ja. Da war definitiv eine, aber die dürfte sehr, sehr niedrig sein. Eine 109 hat mich gerade passiert. Ja, da sind auch viele andere. Ich glaube, wir sind hier noch zu viert dran alle, oder? Jupp. Ich habe leider überhaupt keine Sicht mehr. Wir sind jetzt auf 48 und... Ach, der 6. Einbrecher. Der kam von oben. Oh. Der kam von ganz oben. Der dreht die Energie. Sorry, habe ich nicht gesehen, aber habe ich kurz vorher noch eure 6 gecheckt.
Ja, könnte direkt über Rolf. Ja. Wer braucht denn da jetzt? Zweiter oder was? Ja, aber noch läuft die Maschine, also ich mach noch mit. Ja, Speed ist auf ca. 50, Vorsicht, oder? 109 in der Rolf hat auch eine Speed tief unterhalb in der 5. Der ja, Victor ist auch noch tief, ne? Ja, aber der kommt dran, pass auf. Ja, genau, ich geh runter. Wird schlecht. Warte, die kommt von hinten heran. Du trudelst. Mach was. Ja, ich mach. Mach, er hängt noch. Schönes Manöver. Ja, er zieht dir nach, aber er ist noch kannst dran. Du über Lisa wenn's gehen, geht, Lisa. Über Lisa, Victor. Ah, du ist vor mir. Okay. Ja, vor mir ist noch ein anderer. Ich schieße aber mal. Schöne Treffer. Ich bin raus. Trudel. Er hat auch Victor. Ölkühler jetzt. Vorsicht, ich habe ihn auch noch getroffen. Kontakt rein. Die Spit ist immer noch heiß. Die kommt von oben. Achtung, der Vorsicht, gerade hochzieht. Vorsicht, da kriegt einer 6. Hat sich ein Flügel abgerissen. Wer? Die Spit. Okay. Ja. Hat gerammt. Dein Höhenruder fehlt und ihm fehlt der ganze Flügel. Ach, also ein bisschen Flügel. Ja, er versucht sich auch noch zu fangen. Wer steigt auf? Ah, das sind mehrere Kontakte. Boah, jo, Wasser, sehr niedrig. Ich versuch mal nach Haus wieder oder zumindest über die Grenze, über die Front zu fliegen. Wer brennt denn da? Die Spit. Ah, hat die gerade einen Flak-Treffer bekommen? Ja, oder nee, keine Ahnung, die ist gerade in der Luft explodiert. Im Fall quasi. Ja. Okay, 109er Kuddelmuddel. Wie geht's weiter so? Ich fliege noch. Ich habe jetzt eine 109 vor mir in der Lisa Richtung Land einwärts fliegen. Eine 109 hat mich gerade passiert. Na, sammelt euch doch mal. Ja. Sorry, das war nicht gut. Die habe ich nicht gesehen, die hohen. Keine Ahnung, wo die herkamen. Du hatte ich auch nicht. Ich habe schon im letzten Moment erst gesehen. Ich hatte davor wirklich 2 Sekunden vorher noch 5-6 gecheckt, aber nicht so hoch getraut. Wo wollen wir Treffpunkt machen? Über dem Becken? Ich habe jetzt eine. Also ich bin gerade über dem Becken. Na Rolf, ja. Hallo. Ihr seid ja zu dritt, glaube ich, gerade. Ja, sehr nah zusammen. Victor, da bin ich hinter dir, Walter. Ja, Victor. Ich komme auch dazu. Ich staune, mein Motor hat gequalmt kurz. Eine Seite. Vorsicht, da kommt, glaube ich, eine Feindmaschine rein hinter euch. Vom Becken her. Auf Hallo. Das könnte 50. Aber ich sein. Ja, ich ja, dachte das eher, das ich. Ist ein... sicher. Ich komme aus Hallo 50 rein. Aus Konditions jetzt in der leichten auf Liter. Unserer 2 bis 2 Uhr. Ich pack da oben sind 2 Kondensstreifen, jetzt weiß ich, wo die herkommen. Kamen. Josik, halt jetzt 12 Uhr genau drauf zu. 3 Kontakte. Eine 2 Uhr und eine 1 Uhr. 2 Kontakte, ne? Richtung Westen, ja. Richtung Calais. Ja, das oberhalb. Ist der links ist. Der rechte ist Spit. Die ist gerade in der Lisa-Kurve. Ah, Victor, freie Jagd dann wieder. Ah. Lauf, sie dreht weg. Jetzt runter. Ist eine Hurry. Eine Hurry ist das. Eine Strategie. Ich komme gleich in Schuss. Er schießt. Gut, nochmal Glück gehabt. Ja, ich habe ein paar mitgegeben. Sehr gut. Einer stinkt jetzt wieder nicht mehr. Ja, das muss bin ein ich. Bug ich glaube, mein. Weiß nicht, ich habe vorhin die Treffer gekriegt. Ich weiß nicht, ob das da noch was mit zu tun hat. Schöne Treffer. Ja, aber war nur Flügel. Ich geh raus. Victor, ich geh rein. Gehst du rein oder geh ich rein? Ja, geh du rein, ich hab einen scheiß Winkel. Okay, ich bin direkt hinter dir. Scheiß E1, ich brauch die dicken gelben Nasen. Ja, ich hab keinen Vorhalt ziehen können. Hurricane zieht jetzt wieder über Rolf. Victor, ich probier's mal. Vorsicht, ich komm mit hohe. Relativ dran. Jetzt, schon, ne? Jetzt kommt er gut für mich. Jetzt. Wow. Ja, genau, ja. Naja, ist aber er hat, bricht runter. Den können wir in Ruhe lassen, der macht eh nichts mehr. Ja, hab sie verloren. Mach wieder Höhe. Wo ist denn der Tuni? Ich hab mir durch die Rammmanöver eben, als die Spit mich rein ist, fehlt mir das halbe Höhenruder, ich wieder landen. Ich habe jetzt eine 109, die Richtung dem einen Schiff fliegt, oder den Schiffen fliegt. Einer von uns. Auf Hallo 30 bin ich. Dreh jetzt über Rolf. Über dem Becken. Ganz leicht über Rolf, ja, ne? Leicht steigen.
Ja. Ja gut, dann bin ich hinter dir. Sag mal, was kann die R1 an Umdrehung ab? Das ist ja wie alle anderen. Echt? Ich dachte, die könnte ein bisschen höher drehen. Nee, das höher? Kann nee, nee, ein bisschen niedriger drehen. Nee. Außerdem hat die weniger Ladedruck, aber dieselben Umdrehungsbegrenzungen wie die E3 und 4. Genau, also maximal 2500, offiziell 1 Minute, 2400 sogar 5 Minuten und 2300 mehr oder weniger unendlich. Okay. So, sind wir jetzt dann zu dritt, ne? Victor? Walter war auch wieder da. Sophia? Ja, ich fehl noch, ich suche euch gerade. Okay. Wir sind direkt über dem Riesenbecken der Reihe. Hallo 35. Ja, Lisa. Okay, dann müsstet ihr unter mir sein, ich bin auch bei dem Becken. Hattest du keinen Schaden genommen, Balthasar? Du hattest doch eben mal geraucht doch. Bei dem Anflug. Ja, das ist ja, sag ich ja, das ist ja das Witzige. Ich hatte auch Einschläge und der Motor hat dann geraucht, hat dann wieder aufgehört, hat jetzt zwischendurch nochmal kurz gequalmt und. Ja, ist ja cool. Aha. Aber er läuft noch, wie eine 1. Also ich bin auf über den wir sind auf Halle 6 jetzt. Du drehst gerade eine 1. Ja, jetzt siehst du uns gleich, jetzt müsstest du uns sehen. Sag mal Leistungsdaten hier. 11 Uhr, warte mal, 1:1, 10 Uhr, so rum. Okay. Bei der Landung hatte ich ganz vergessen, dass ich nur noch ein halbes Höhenruder habe. War nicht musterhaft. Ja gut, okay, aber du hast es ja wenigstens überlebt. Wir nehmen normal die Spiel noch, aber ich hatte, weißt du, ich bin da ziemlich optimistisch rein in die Landung, aber. Wir haben drei Kontakte, die vom Westen weit oberhalb kommen. Passt auf, die Küste. Ja, da ist Luftkampf schon. Die drehen. Ja, Vorsicht, da kamen eben wirklich welche auf Kondensstreifenhöhe noch rein. Die sind direkt über uns jetzt. Ja. Das sind 109, also wie es aussieht. Also die ersten beiden waren das. Ich schätze 109er und dann noch ein vierter hinterher, noch eine 109. Müssten 109er sein, alles. Ja, es sieht aus wie 109er. Beta Gustav 20. Warte, wo bist du? Beta Gustav 20? 23. Hallo? 1:1, halb 10. Hallo 1. Ja, Bertha Gustav 20. Vielleicht kriege ich dich noch eine bis eine 88, da wird schwer. 22 ist okay. Okay, dann kriege ich den sowieso nicht mehr. Aber du wirst den Konvoi bombardieren, gell? Ja, richtig. Level, wie hoch bist du? 1. Ah, es kommt noch ein Kontakt hinter euch herein. Ich bin ein Stückchen abgeschlagen auf eure 7 Uhr. Zwei Kontakte oberhalb. Erhöht. Ach nee, das waren die 109er von eben, ne? Wenn ihr Richtung Calais schaut, da ist ein Kontakt oberhalb. Ja, ich sehe sogar zwei. Ich bin blind, ich sehe es nicht. Jetzt über Calais, hallo 50 ungefähr. Stützt das durch. Dass wir die alle so sehen könnten, ne? Ist eine Spitty. Noch blind. Warum fliegst du den über die Seite? Ist beim Flugplatz, zwischen den beiden Flugplätzen. Ah, und die geht mit Kontakt an. Jetzt ist sie relativ niedrig schon, auf, ich schätze, Hallo 35. Fliegen parallel östwärts zur Küste. Die hat gerade irgendeinen Kontakt angegriffen. Das dürften zwei Gegner aber sein. Ist jetzt über dem östlicheren Platz. Victor. Und zieht hoch. Ich geh drauf. Victor, ja, berühre ich sie, ja. Hallo, jetzt etwa 44. Ja. Ach, da ja, drei Kontakte, aber jetzt da. Mhm. Ja, einer ist gerade da, ja. Nee, hab sie gerade geschossen? Ich hab sogar. Das sind zwei Speedies, passt auf. Vollstoff. Zwei Speedies, ich zieh gerade eine, die mir hinterher steigt. Ja, wenn du aber oben bist, bist du gerade frei. Wir kommen jetzt rein vom Wasser aus. Einer wandert euch leicht nach links ab. Ja, ich zieh auf euch drauf, dann könnt ihr sie angreifen gehen. Wer geht denn da links weg jetzt? Der eine sinkt, er hat scheinbar einen Motor aus. Ich gehe auf den höheren.
Links ist jetzt ja, einer. Da geht über links und zieht mir hinterher. Ja, links zieht aber wieder auf Rolf jetzt. Naja, geh ran, geh ran, geh ran. Ja, ich geh ran. Der andere zieht jetzt hoch. Hab sie beschossen, aber glaube ich nur die Fingerspitze getroffen. Ja, ich habe ihm auch ein paar gegeben gerade. Ja, nur die Flügelspitze. Ich ziehe hinter ihm rein. Ja, ich gehe auch rein. Ja, die ist eine genau ist fertig. Seine 6. Das habe ich euch verloren. Da oben. Balthasar, bist du jetzt an ihm dran? Ja. Er zieht jetzt stark hoch. Na, ich bin raus. Geh rein. Ich kann rein. Kreuz draufgegeben. Ja, sah aber schön aus. Nee, da geht nicht mit runter. Ja, kommt ihr nochmal rauf oder haut ihr ab? Ja, der hat eh Wasserkühler. Die zieht nochmal hoch. Der hat eh Wasserkühler, lass den an. Ja, der geht nochmal hoch, ich bin ja gerade. Na gut, wenn er nochmal hoch geht, geht er nochmal drauf. Ah. Das ist selbst schuld. Dreht jetzt hart Lisa. Nee, noch Rolf, Rolf jetzt sinkt. Ja. Der will abhauen. Das, jeder darf mal drauf, ne? Oder wie war das? Der schießt noch. Ach, der will auf mich. So, ich bin jetzt bei dem östlichen Bereich des Schiffes angekommen. Na, wir sind gerade über Oje Plage. Ich brauche leider auch noch 5 Minuten bis zum Konvoi. Nur dreht ab, bis frei. Was drauf ist, sind mehrere, es sind etliche Kontakte über dem Flugfeld. Fliegen wir mal zu den Schiffen raus und decken den Bomberman. Bomberman. Den Hanseat. Bestallt, aber ich mach wieder Höhe. Ein Kontakt auf meiner 3 Uhr jetzt über dem Hafenbecken, gleiche Höhe, krieg keine Flak. Vermutlich Feind kommt in unsere Richtung aus Osten. Da sehe ich 2 Kontakte über dem Hafenbecken. Hallo 30, 31. Mann, dann grad. Ist es Spitfire mit Wasser, die ignoriert einfach eiskalt ist alles. Ist Spit? Wo seid ihr gerade? Überm Hafenbecken ist eine Spit. Ah, Victor. Hallo, 32, 33. Aber er hat mich noch nicht gesehen. Mal gucken, vielleicht kann ich ihm ordentlich einen verpletten. Mal gucken. Ach, die mit dem Wasser meinst du? Nee, nee. Direkt über den Hafenbecken habe ich jetzt 3-4 Kontakte. Ah, der hat Öl und Wasser, der ist weg. Versuch doch mal einer, Hanseat. Na, ich bin schon auf dem Weg. Das ist eine hier, die hat Wasser und Räder draußen, aber die macht weiter. Herrlich. Hinter nix. Ich mach erstmal wieder Höhe. Ja, ist ja alle relativ niedrig, oder? Kann das sein? Ja, die sind relativ. Ja, 1000 oder was. Lass also euch doch nicht so rumziehen, die starten auch gleich. Nee. Ich mach jetzt gerade wieder Höhe, ich bin schon wieder auf 30 gleich. Hanseat, wie weit bist du noch weg von den Schiffen? Ich hab jetzt angegriffen. An den östlichen. Also hier ist noch Luftkampf. Jetzt noch eine Spit hinter einer 109 her. Ich geh mal dran. Du musst immer die Höhe oder irgendwas angeben, Jus, sonst ja, Entschuldigung, ja, auf Hallo 10, denke ich mal, ungefähr sind die. Ah, die okay. Spit schießt, scheiße. Der steckt Treffer ein. Aber...
Ja, jetzt auch. Ah, schön, da holt er einiges gerade runter. Geh an Seatik, seh dich, bist frei. Komm jetzt auch, bin über Dünkirchen jetzt, komm jetzt auch ran an die Schiffe. Seid ihr am Deck gerade? Ja, fast, ich versuche. Negativ, ich hab Palo 25. Aus Spitfire 12 Punkte. Oberhalb. Wie ist dein Kurs und deine Höhe? Hallo 2. Kurs West. Sag was bald hat er, siehst du? Negativ, ja doch, ich sehe den Kontakt. Aber er scheint. Dreht jetzt erst auf dich ein, Hanseat. Also hast du noch ein bisschen Zeit. Wie weit von den Schiffen entfernt? Nicht direkt bei den Schiffen, also wirklich mittendrin stand nur dabei. Ah, ich denke jetzt. Seht. Ja. Setz mich jetzt hinter die Split, bin auch noch ein bisschen weg. Vorsicht, ja, Hanseat, wird langsam kritisch. Wie seid ihr über den Schiffen? Sag ihm rechtzeitig, wenn er ausweichen muss. Ja, außerhalb östlich der Schiffe. Ja, ich habe jetzt zwei Schiffe jetzt vor mir jetzt und ich habe zwei Splits im Nacken. Jetzt kommt er ran, oder? Dazu. Hanseat wirft jetzt gleich, oder? Ja. Mach was, Hanseat, der fliegt ja, ja, ist frei. Hanseat ist frei. Sehr schön. Genau, flieg östlich und es geht weiter, Hanseat, mit Vollgas erstmal, bis das erledigt ist. Ah, Victor. Schön östlich, genau, sehr schön. Ich hab meinen Motor kaputt gemacht, ich weiß nicht warum. Kommt ein weiterer Kontakt flieg auf zurück. 20 rein, ist einer von uns, oder? Ja, das bin ich. Victor, siehst du die? Die sind auf deiner, keine Ahnung, 12, 11 Uhr, sowas. Ja, ich sehe jetzt gerade eine Spit, die hinter mir reinkommt. Spit geht aber wieder auf den Bomber, pass auf. Naja, mein Motor, mein Motor ist im Arsch, kann nicht mehr machen. Ist die Spit jetzt beim Bomber? Du bist doch östlich rausgeflogen. Ja, da ich bin östlich rausgeflogen. Ja, nördlich, ne, selber schuld, dann schade. Da ist ein Bomber, der nördlich rausfliegt. Ja, das ist er. Halt, kriegst du gleich, muss was machen. Schießt gleich. Schade. Ah, verdammt. Ja. So, ich bin jetzt über den Schiffen ziemlich tief und hab da so eine Spit hinter mir, also wenn er gerade mal Zeit hat. Er kommt hinten ran. Aua. Kleines Leck. Jos, was haben wir eben gesagt über tief fliegen und dann noch am Ja, Tiefen? Ja, ja. Selber wo seid ihr denn gerade, genau, weil ich hab jetzt hier auch Schlepptau. Vorsicht, mach was, Hanseat, der hängt ganz nah jetzt. Wird gleich schießen. Ich stütz drauf. Nicht nach oben, nicht nach oben. Ist immer schlecht. Ja, das heißt erst wieder Ruhe für einen Moment, aber ich auch so. Ich glaube mal irgendwie trag gleich ab oder sowas hier. Na, Mai, schade, was fliegst du auch nach Norden, ungelogen? Hey Jungs, also, Jungs, hallo, hört mal, wo seid ihr? Verdammt, der Kompass hat erst Osten angezeigt. Vor allem sagst ich du noch, dass nach Osten hallo, fliegst. Wo seid ihr denn? Nördlich der Schiffe, ganz leicht, ein paar Kilometer nördlich der Schiffe. Ich den gerade östlich raus, dann drehe ich jetzt leicht Nordöst und hoffe, dass ihr den abfangt. Ich habe jetzt Hallo 20. Wir sind relativ tief jetzt, sehr tief, auf 10. Gut. Er kommt immer näher, das ist nicht so nett. Hallo Kind. Kommst du auf das nordöstlichste Schiff zu? Dann ziehen, wenn möglich, runter. Ja, kommst du von der Küste? Ja, ich komme von der Küste jetzt gerade. Ja, dann ziehen runter, ich sehe euch, aber ihr seid noch ziemlich hoch, also im Vergleich zu Victor, uns. Ich ziehe runter. Nach Nordosten wirklich. Ich sehe euch sehr viel. Wo siehst du ziehen noch ein bisschen runter. Ich glaube, ich sehe dich. Ja, direkt zum Hafenbecken. Wenn ja, ich sehe es. Über Rollfans geht leicht, Graf. Du hast im Moment noch ein bisschen Abstand. Halt schön schnell. Ja, aber er könnte schon schießen, aber er macht es nicht. Er wartet. Halt die Geschwindigkeit bitte schnell. Und ich sollte auf deiner 2 Uhr sein. Wenn du auf mich zuhältst, kann ich ihn Head-on nehmen. Ich komme auf der 1 Uhr gerade. Victor sehe ich. Dreh leicht, Rolf. Ich falle gleich runter. Er könnte gleich schießen. Nee, er ist ziemlich nah dran. Mach du was, pass du auf dich erstmal auf. Ich falle jetzt runter. Ah, jetzt schießt er. Ich gehe rein. Er ist aber noch zu weit weg, um dich gut zu treffen. 300 Meter, denke ich. Ich setze mich sehr schnell jetzt hinten ran. Ah, Karaya. Naja, okay, ist vielleicht gar nicht verkehrt, aber... ich falle. Er hat Wasserkühler. Du bist frei gerade. Victor. Du bist frei. Der dreht erstmal über Lisa weg. Und jetzt dreht er wieder über Rolf. Ich gehe ran. Oh, ich gehe auch ran.
Profis. Oh ja, hab mir was mitgegeben, bin raus. Geh rein. Na, Treffer würfeln. Wie geht's dir, Jungs? Hat sich zerlegt? Und geht runter. Und weg. Nee, noch nicht ganz, aber mir rappelt alles und. Na, wir sind eben ganz weit nord, leider nicht mal raus aufs Wasser. Hm. Da solltest du nicht hinfliegen. Da ist zu viel Kanalwasser. Ach, scheiße. Ey, zu spät. In der Lisa, ja. Oder? Ja, Victor. Ja, da hänge ich mich dran. Alles grün, vielen Dank. Du hast schön hergezogen. Sowas, das macht immer Spaß, finde ich. Aber ich gehe aus Spritgründen jetzt mal so langsam nach Haus. Okay. Wo ist der gute Karaya? Hängt der auch noch dran? Ich bin auf Ostkurs. Ich glaube, ich sehe euch beide auf meiner 5 Uhr. Ja. Du müsstest mich vielleicht auf deiner 10 Uhr bis 9 Uhr sehen. Ja, Victor. Jetzt über Wolf. Ja, ich bleibe noch ein bisschen an Graf dran und wenn der nach Hause fliegt, dann können wir dann hier in dem Gebiet bleiben und wegdrehen. Drei Kontakte auf der 2 Uhr. Leicht erhöht am Horizont, oh, ganz viele Kontakte. Könnten auch unsere Bomber sein. Über Wasser, wenn ihr ans Süd näher, ja, an das südliche Schiffe schaut, auf der 2 bis 3 Uhr. Und was ist da? Ich habe das nicht verstanden. Viele Kontakte, wahrscheinlich auch Stukas wieder oder irgendwie so. Ich denke, da selbe 4, Höhe, 5 Kontakte. Ne? Ja, ist leicht erhöht. Naja, ich sehe es ja. Hast du noch ein bisschen Sprit oder langsam? Ja, gemacht? Dafür reicht's. Okay, na, dann geh doch hin. Aber kann sich da einen, was heißt der Rest hin? Na, schau mal. Sehe ich nur noch den einen da? Was ist mit den anderen passiert? Ich halte genau drauf zu, es sind 5 Stück. Wirklich? Okay. Einer greift jetzt das Schiff an, das Ganze im Westen ist das südwestliche, beziehungsweise. Dui, deine Hallo ist ca. 2-0. Genau, ich bin ein bisschen übergraf, ein gutes Stück. Liegt da. Hinter über. Das sind 2 Rotten, so wie es aussieht, also. Bei dir ist auf deiner 1 Uhr bis maximal 2 Uhr ist auch ein Kontaktgraf, der ist ziemlich nah. 2 Uhr eher. Selbe Höhe. Ja, Victor, der kommt auf dich doch rein, oder? Ist das nicht ein Schiff? Glaub eine Feindmaschine. Nee, ist mit, ja, auf deiner 1 Uhr, ne, 2 Uhr jetzt. 2 Uhr vor mal. 800, ja. 600 Meter. Sehr nah. Ist tief. Ist eine Hurry, glaube ich, ja. Ja, ist eine Spit, die dreht gerade von mir weg, ich guck mir die mal an. Ja, und die anderen beiden von dem Landungssteg kommen jetzt auch eher auf dich zu. Den einen haben wir auf unserer Höhe hier, Karai, auf 15. Ja. Auch noch ein bisschen weg. Bin ein Stückchen hinter euch, aber leider. Ja, ich komme an den Graf erstmal auch noch nicht ran, aber boah, jetzt kommen wir genau in das Gebiet. Boah, hier ist richtig großer Luftkampfgraf, du solltest versuchen, Höhe zu machen. Das sind 2 Kontakte bei dem Landungssteg. Ja, das sind 5, 6, 7 Stück jetzt gerade. Wer ist denn der Vorderste? Natürlich ist er wieder ordentlich schnell. Graf ist hinter der Spit oder umgekehrt? Ich bin hinter der Spit, ja. Du fliegst aber gerade in den ganzen Pulk rein, ne? Ja, ich weiß, aber es ist spannend. Es ist eine Hurry, die ich hier jetzt gleich... Ja, habe ich ja gemeint, auch von oben. Ja, da kommt eine Hurricane entgegen und eine Hurry ist gerade runtergestürzt vor euch. Oh ja, wir haben 2 auf 15. Ja. Die muss ich angehen gerade. Ich kann im Moment erstmal leider bei dir nicht ran. Ich bin auch in der Gegend. Ich stech tief durch und hau ab. Boah, einer hat viel Energie, die steigt jetzt. Oh, sowas mag ich ja, so Spitfires. Naja, schade. Ach, der war zu schön. Zu Kontakte, die so plötzlich vor einem nah auftauchen. Du, ich mach grad Höhe. Ich bin, glaube ich, über dem höchsten Kontakt. Ich bin auf 20, die ist auf 25. Ja, ich bin auf 30. Victor, sehr schön. Ich werde da nicht wirklich rankommen. Du gehst dran, oder? Ja, ja, aber ich komme nicht ran. Ja, ich komme frontal auf sie rein. Sehr schön. Oh ja, ich sehe, ich mache nur keinen Head-On, dass er nicht doch noch seine Waffen auf dich bekommt. Bist du frei gerade? Fürchte nicht. Wirklich? Nee, gerade knallt es hier im Kopf. Oh nee. Weiß gar nicht, was da los ist, aber ich habe hab irgendwas mit Wasserkühler hinter mir. Bleibt aber auf der Höhe, ich komme leider nicht. Es wird aber schon beschossen, ist alles gut. Okay. Da ist irgendwas eine 109 mit Wasserkühler, so wie es aussah. Du schneidest jetzt einen kurzen Kurs. Ja, aber ich habe keine Energie. Also okay. Ich komme schon ran, ja, aber ja. Es dauert ewig.
Ja, tatsächlich, eine 109 mit Wasserkühler beschießt mich und die Hurry beschießt ihn. Was ist er denn für ein Lappen? Bist du noch da, Kai? Ah, da kommst du wieder ran. Ja. Komm jetzt auf ihn rein. Ja, siehst. Ich habe ja mittlerweile auch, wenn der jetzt hierher kurbelt, dann bin ich auch einsatzbereit. Hab ihn getroffen. Sehr schön. Ich kann rein, oder ich gehe rein. Victor. Ich setze mich jetzt hinten dran von oben. Oh ja, jetzt wird er schön langsam, werde langsam. Oh ja, leider noch ein bisschen zu weit weg. Ich bin ein gutes Stück hinter euch, also pass auf. Victor, er bricht weg. Er kommt mir wieder entgegen. Ich geh ran. Ne, er zieht hoch. Na, fade gleich. Ja, jetzt kann ich glaube ich gleich ran. Ich komme nicht. Ja, jetzt ist er drin, hängt er in der Luft mehr oder weniger. Ah, das ist spitz, gell? Ah, sein Querruder ist zerschossen übrigens. Sehr, ich glaube, der kann nicht mehr so toll rollen. Ich setze mich von hinten, aber von oben an finden ran. Victor. Naja, der hat schon Probleme, aber ist aber auch extrem langsam mittlerweile. Schön. Boah, ich hab's echt noch in freundliche Ölkühler geschafft. Sehr schön. Bitte? Sehr schön, noch gesegelt. Ja, die letzten paar Meter. Ich glaube, er geht ziemlich runter, gell? Oder ich sehe ihn jetzt gar nicht. Oh ja, jetzt sehe ich ihn, der ist schon ein gutes Stück nach Osten Richtung Flugfeld. Naja, lass ihn doch, oder? Ja. Ja, fliegen wir auch zurück, oder? Ich habe jetzt auch nur noch ein Viertel Tank und ich glaube auch nicht mehr so viel Munition. Ich habe noch einen halben und noch viel Muni, also ich glaube, ich werde auch dich in Ruhe lassen. Und du schaffst es ja, gell? Ich muss mir ja keine Sorgen machen. Ja. Ah, da kommt was vom Flugfeld rein auf Halo 230. Ja, ich habe unter mir jetzt was durchfliegt. Ja, das ist eine Speedy. Vielleicht meinst du den. Den gehe ich auch noch an. Keine Energie. Da helfe ich dir doch. Du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst. Ist nicht nötig. Du bist über unter mir, gell? Du stürzt jetzt auf ihn drauf, oder? Dann bin ich auf deiner 3 Uhr. Genau. Wie hast du denn so schnell so viel höher gemacht, beziehungsweise wie habe ich ihn die so schnell verloren? Er haut leider mit Vollgas erstmal ab. Jetzt dreht er über Lisa. Sehr gut, sehr gut. Nicht clever, aber gut. Ah, er versucht einen Head-On, da gehe ich erstmal raus. Ich ziehe mal ran. Victor. Er ist jetzt aber schön langsam. Seid ihr noch über Calais? Dünkirchen. Ich gehe runter auf Dünkirchen, okay. Also so im westlichen. Ich bin auch gerade, von hinten komme ich ran. Nein, bist du nicht. Nein. Doch, ich mach schon. Nein, ich mach das schon. Schaffe ich schon. Was ist denn los mit euch, ey? Weg mit dir! Jos, wir sind weg, ich häng dran, Vicaraya. Vorsicht, ich bin dran. Was sind wir? Keine Angst, du, ich bin schon da. Ich bin dran! Warum? Ich bin schon da, du, keine Angst. Geh weg, du musst irgendwo bei mir sein. Warum? Warum? Weil wir auf Engländer geschossen haben, oder? Ja, die Spit, der wäre die Tragfläche abgeschossen. Ich bin erstmal raus. Der hat Bastards genannt. Bastards? Ja, und? Okay, ich geh rein. Wenn der bist du? Ich wollte gerade fragen, ja. Ich zwei Flügel dabei hat. Ich bin auf deiner 9 Uhr, stütze jetzt gerade rein. Victor, gehe ich nach dir. Und der sieht so weit frei aus. Der hat es dann aber persönlich genommen. BKHZ Bascha. Oh, der ist heute, hat der irgendwie, der hat heute schon mal euch beleidigt, aber das hattet ihr zum Glück nicht gesehen. Ja, wir haben die abgeschossen, er hat uns Bastarde genannt. Ja, genau, heute, gell, genau. Ja. Kommt einer auf 40 rein von Calais, Karaya. Das sind sicher ein Feind. Zwei sogar, komm ran. Ich mach mal ein bisschen Höhe, wenn du den noch ein bisschen beschäftigen kannst. Hab ihn gerade getroffen. Sehr schön, ich bleib bei euch, aber mach ein bisschen Höhe, wie gesagt. Er dreht über Lisa jetzt, ja. Ja. Unter dir durch. Ja, das sind mehrere Kontakte Richtung Calais. Ich naja, flieg die mal machen hier raus. Sorgen. Ja, zwei, ich glaube, das könnten Gegner sein. Victor, das vordere ist ein Gegner und das hintere sicher auch. Ich schnapp mir den vorderen. Ah, ich würde mal rausfliegen. Genau.
Der hintere ist, weiß ich nicht. Hintere ist auch eine Feindmaschine, 2. Fliegst du östlich oder südlich? Ich flieg jetzt gerade Kurs 120. Hallo, 3-2. Bist du frei? Ja, ja. Okay. Auf welcher Hallo seid ihr? 30 der ungefähr oder mehr. Ja. Hier ist eher so sein. 40 knapper. Eine Maschine kommt hier. Mir hinterher, sehe ich. Lange 6. Ja, 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 genau, das ist der vordere. Hast du da genug Energie? Der dreht jetzt aber über Lisa weg. Oder? Bist du frei? Ja, ja, ja. 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 Ich habe leider jetzt die eine so schon unter mir, aber wenn ich da rein... Ach, ich gehe rein, egal. Wird aber spannend, glaube ich. So. Ja, ich fliege mal zurück zum Stützpunkt. Okay, ich glaube, ich habe ihm ein bisschen was mitgegeben. Aber sein Freund versucht, sich hinten ranzusetzen. Naja, ich komme auch mal zurück. Ich sehe gerade hier so ein Saint und mir. Wir sind auf 40 sehr steigend. Steigend, steigend. Ja, Victor, ich bin es auch schon auf 40. Wir sind hier am Landungssteg oder bei diesem künstlichen Hafen zwischen Dünkirchen und Calais an der Küste ziemlich nah. Zwei Minuten da. Ich komme, glaube ich, frontal auf einen von den beiden rein. Victor, an den, der nah an mir ist oder an dem anderen? Auf den anderen. Okay. Ich muss aber gerade mal schauen, den nahen bei mir. Der fliegt östlich ab. Okay, ja. Dann bin ich, glaube ich, ein bisschen weg. So, ich sehe Kontakte vor mir. Ich sehe euch leider gerade nicht. Hab ihn gerade angetackert. Östlich vom Hafen, oder? Ich bin nahe an Dünkirchen dran. Ja. Über Wasser oder Land? Land. Ja, ich sehe. Flak schießt und ich stürze gerade auf ihn rauf. Ja, wo ist der zweite hin? Den sehe ich dummerweise nicht mehr, es macht mir Sorgen. Der war eigentlich eben relativ nah an mir. Da unter mir hat zwar keine Energie. Kommst du klar? Von, gell? Ja, ich glaube, die Speed hat irgendwie keinen Plan, was sie macht. Der versucht doch gar nicht, sich zu verteidigen, irgendwie. Also, das macht die Besten. Dann gehe ich mal auf meine hier. Das sind doch die Besten. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch gecheckt hat, bis jetzt, dass er beschossen wird. Irgendwie fliegt er die ganze Zeit wie Rundflug. Das ist der Schock. Ja, hab meinem nach ganz wenig Leiter nur angetackert. Oh, da drunter ist noch einer. Ihr fliegt gerade am Landungssteg unten durch, bist du das? Genau, ja, das ist für euch. Du bist aber erstmal frei. Wir sind auf Hallo 50, ich und Karaya eher so auf 30, denke ich. Ja, ich sehe euch. Ich habe zwei Kontakte vor mir. Eine Spitty, die, glaube ich, gerade runtergeht. Ja, ich hänge gerade an einer von oben. Ja, okay, sehe dich. Ja, der geht jetzt in Rolf. Victor. Geht jetzt wieder runter. Komm ran, Jungs. Ja. Ich fliege ja im Prinzip weg von mir. Ja, ich meine, aber dann bringt's ja nichts. Oder kommen weitere rein von Calais. Pilot Vorsicht. Borido. Eine 109. Vorsicht, komm dran. Ne, also der hat echt keinen Plan gehabt, was mit ihm passiert. Ah, wer war das? Der Prop Whisperer. Oh ja, der ist ganz neu. Der fliegt heute das erste Mal, da hatte ich heute auch einen witzigen Abschuss. Da war er mit einer 109, vielleicht so auf Hallo 50 im Luftkampf, kommt auf einmal in den Stall und ich komme halt dann rein, ich gebe ihm ein paar Kugeln mit und er schafft es halt nicht mehr aus dem Stall rauszukommen und am Ende war ich der Einzige, der ihn abgeschossen hat. Das hatte ich letztens beim Flug mit den 110ern, oder... Du hängst dran, Jos, lass dich nicht zu sehr runterziehen. Oder Henry dabei war auch, da ist, glaube ich, Kruger abgeschossen worden von der Spit kurz nach dem Start und die Hurricane, die ihn abgeschossen hat, ist in einen Stall gegangen, nachdem sie ihn beschossen hat. Jos, an dich setzt sich eine Spit mit viel Energie. Ja, okay. Ich bin hinter der, aber es dauert ein bisschen, genau. Ja, ich gehe ein bisschen nach Rolf, dann... Victor, ja, Vorsicht, jetzt kommt aber ran, werd nicht zu langsam, nicht zu stark über Rolf, ich schieß gleich. Na, du gehst zu stark, weißt du, drehst genau in ihn rein. Und jetzt gehst du wieder runter, ist nix, die Manöver. Du musst versuchen, weil es Abstand zu machen, nicht ranzugehen. Ah, da ist noch eine zweite, die habe ich nicht gesehen. Ja, das ist wieder deine von eben, weil du drehst halt genau halt auch, weil es in die Reihen. Ich hab doch die weg eine von denen.
Das ist nix. Jetzt sind hier zu dritt im Makarei. Wir brauchen dich, wenn du noch da bist. Genau über dem Hafenbecken. Hallo 40. Aber ich bin schon am Deck fast. Ich gehe zur Landung. Grab! Irgendwer? Nee, ich bin ganz raus. Ich bin gelandet und fertig für heute. Okay. Ah, der Adler ist gelandet. Das ist nix, Jus. Das machst du nämlich ganz gern. Versuch doch, ja, weg. Nicht immer schneiden. Bringst dich ja, da scheiße, zu 50% in die gefährlichen Situationen rein. Der wäre zwar rangekommen, aber eben bei weitem nicht so schnell. Und vor allem waren halt dann alle gleich da. Das sind jetzt auch 3 Stück an dir. Time. Okay, hab einer was mitgegeben. Mal, da kommt schon die nächste Wahnsinn, was heute los ist. Das ist ja Fließbandarbeit. Kaum hat man die eine abgefertigt, kommt die nächste, oder? Vor allem relativ hoch alle. Normal ist doch hier, kommen glaube ich alle über, oder viele über England. Hat noch einer was mitgegeben, aber es hilft alles nichts. Muss erstmal wieder Höhe machen. Und eine Stuka kommt rein, gerade hier, wo in die Spitze. Oh nee. Ich kann doch nicht helfen, ich versuche selber gerade eine Spit ranzukommen.